So, und dann auch noch ein richtig, richtig heißes Thema, richtig geile Geschichte, ist die ominöse Show, die ich zusammen im Oktober war es, glaube ich, mit Simon, Tadel, Dena, ja, mit den dreien gedreht habe. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Runde Blockhand. Und diejenigen, die schon länger Abonnent von diesem Kanal sind, dürften wissen, dass Blockhand bei mir immer so ein bisschen, ja, so eine Art Vlog ist. Ja, das heißt, ich spiele Blockhand immer dann, wenn ich etwas zu erzählen habe. Und da gibt es einiges zu erzählen, weswegen wir uns jetzt mal ganz schnell ein Versteck suchen. Wir sind ein Anvil, also ein Amboss. Und ich weiß, dass da gerade schon einige Ambosse oder Ambossi standen. Aber ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz, ob wir irgendwo anders vielleicht ein etwas schöneres Versteck haben. Aber es sieht fast nicht danach aus. Und jetzt wurden die Hunter losgelassen. Das ist auch nicht allzu gut. Deswegen ich jetzt ganz schnell hier durchrenne. Und wir schnell hier hochgehen. Und dann sind wir natürlich ein Amboss hier oben drauf. Was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weswegen wir... Okay, das war mega dämlich. Einfach hier vielleicht reingehen. Geht auch nicht. Dann gehen wir hier auf das Dach. Das klappt ja schon mal super. Okay, ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwie auf den Baum rauf. Egal, ich platziere mich jetzt einfach mal hier. Und dann... da hinten sind Amboss. Oh Gott, aber da hinten ist auch ein Sucher. Und der sieht das TNT da springen, der Irre. So, deswegen gehen wir ganz schnell... gucken, ob er uns halt nicht sieht. Zack, stellen uns hier hin. Und gucken mal, was passiert. So, jetzt aber. Also, auch wenn wir jetzt gefunden werden, ist egal. Dann bin ich halt Seeker für diese Runde. Also, ich will über ein paar Themen reden. Allen voran natürlich die 100.000 Abonnenten-Marke, die ich gestern tatsächlich erreicht habe. Und es ist der pure Wahnsinn. Ich bin ehrlich gesagt völlig überrascht worden davon, dass es jetzt doch so schnell ging. Was auch darin mündet, dass ich jetzt aktuell noch kein 100.000 Abonnenten-Special vorbereitet habe. Was daran liegt, dass ich, wenn ich damit gerechnet habe, überhaupt 100.000 Abonnenten jetzt in einiger Zeit erreichen zu können, dann hätte ich das vermutlich am ehesten damit in Verbindung gebracht, dass das zu dem Zeitpunkt passiert, wenn mein Kanal ein Jahr alt wird. Und mein Kanal, ich weiß, wer unten rechts schaut, kann glaube ich sehen, dass der im Januar erstellt wurde, aber das erste Video gab es glaube ich Mitte März und dann feiert der Kanal natürlich auch offiziell einjähriges. Und dann wird es auch im besten Fall, also das heißt im besten Fall, ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird, aber es wird auf jeden Fall nochmal ein gebührendes 100.000 Abonnenten-Special geben. Wenn ihr natürlich Wünsche habt, wie das Ganze aussehen könnte, ihr wisst, ich bin ja eigentlich auch mal ein bisschen kreativ, um mir da was Eigenes auszudenken, aber trotzdem, wenn ihr natürlich Wünsche oder Ideen habt, dann dürft ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben und vielleicht lässt sich das ja dann mit meiner Idee irgendwie verbinden oder ich gewinne dadurch noch ein wenig Inspiration, was die Umsetzung angeht. Ja, so viel zu den 100.000 Abonnenten. Und natürlich auch ein großes Danke an euch. Also was heißt natürlich, es ist ganz selbstverständlich, dass ich eigentlich ausschließlich euch und natürlich den treuen Mitspieler, mit denen ich für gewöhnlich immer spiele, dass denen zu danken sind. Weil ohne euch wäre das natürlich alles nicht möglich. Und ich kann mich einfach nur immer wieder bedanken. Also ich bin jetzt, ja, wie gesagt, knapp ein Jahr dabei. Und dass es jetzt doch so schnell ging, hätte ich im Leben nicht erwartet. Und ich ärgere mich heute noch schwarz, als ich damals im März oder im Januar den Kanal gestartet habe und im März dann anfing. Da hatte ich eigentlich die Idee, dass es doch cool wäre, das Ganze zu dokumentieren. Heißt, vom ersten Abonnenten bis mal gucken, was draus wird. Und einige wissen vielleicht, dass ich ja durchaus Ambitionen zum Film habe und auch lange Zeit versucht habe oder lange Zeit die Ambition hatte, auch Film zu studieren. Und dann natürlich Lehrer geworden bin und eben als eine dieser Bewerbungsfilme eben dachte, es wäre cool, so eine Dokumentation zu machen, habe aber nie damit gerechnet, dass ich auch nur ansatzweise dastehen könnte, wo ich heute stehe. Und das ärgert mich auf der einen Seite, weil ich gerne so eine Dokumentation jetzt noch nachträglich hätte, weil ich glaube, das wäre extrem cool anzusehen.
Von dieser ganzen Frustration, die ja auch oft damit zusammenhängt, bis hin zu den unglaublich tollen Momenten, wenn man eben so Meilensteine erreicht, wie man es jetzt gerade wieder heute oder gestern getan hat. Und auch die ganzen Emotionen, die natürlich einfach eine Rolle spielen, sei es jetzt auf der Gamescom letztes Jahr oder die ganzen Freundschaften, die dadurch entstanden sind, was für mich immer noch einer der absolut grandiosesten Faktoren an dieser ganzen YouTube-Geschichte ist. Und ja, das wäre halt schön gewesen, das irgendwie so auf Zeloid gebrannt zu haben. Habe ich nicht, schade. Jetzt lohnt sich's auch nicht mehr wirklich. Aber vielleicht irgendjemand von euch, der auch Film studieren möchte oder Film liebt, macht mal eine Doku, wenn ihr anfangt und die Hoffnung habt, mal groß zu werden. Ich glaube, so eine Doku wäre extrem cool. Was ich noch ansprechen wollte, ist natürlich... Oh, ich muss was machen, Entschuldigung. Jetzt habe ich... Oh Gott, habe ich meine Form geändert? Ich weiß es nicht. Okay. Was ich noch ansprechen wollte, ist natürlich Bergmann sucht den Supersprecher. Und oh Gott, habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist ja völlig verrückt. Pass mal auf. Ich wette, jetzt hat er nämlich das Tee. Der hat uns doch volle Kanne geschlagen, der Verrückte. Na gut, Bergmann sucht den Supersprecher. Einige haben mir geschrieben, wann denn der Einsendeschluss ist. Der Einsendeschluss ist jetzt offiziell an diesem Sonntag, also heute. Ihr könnt heute noch bis 24 Uhr, von mir aus, eure Stimme einsenden. Die meisten der Stimmen, die bislang eingesendet wurden, wurden bereits durchgehört. Also ich habe jetzt auch doch noch einen Teil übernommen davon. Und halt dann noch die Vorjury hat eben auch noch eine Auswahl getroffen. Und die Leute, die jetzt zum Vorsprechen dann, also in die eigentliche Show kommen, die erhalten dann, ich denke mal, Montag, Dienstag eine E-Mail, wo nochmal alle weiteren Details drinstehen, wie ihr jetzt genau mitmachen könnt, wo ihr hinkommen müsst und sowas. Also eigentlich ist nämlich ein Minecraft-Account doch vonnöten, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend muss man da mal gucken. Schaut mal auf jeden Fall, wenn ihr Dienstag dann die Bestätigung bekommt, dass ihr weiter seid. Versucht mal trotzdem irgendwie Minecraft-Account zu bekommen, weil das wäre schon ganz cool. Das hätte ich da erwähnen müssen, aber ich habe allgemein vieles irgendwie nicht erwähnt in diesem Ankündigungsvideo. Egal. Wir haben diese Runde übrigens gewonnen. Ich weiß, mega spannendes Gameplay, aber darum geht es ja auch nicht. Also wie gesagt, Sonntag Einsendeschluss, also heute 24 Uhr und dann bekommt jeder Teilnehmer, der weiter ist, bekommt eine E-Mail, eine Nachricht über Facebook oder über YouTube. Die anderen, die keine E-Mail erhalten, also wer bis Freitag keine E-Mail erhalten hat, der, muss ich leider so sagen, ist dann halt auch leider nicht weiter. Seid da bitte nicht böse, es wird sicherlich immer mal wieder noch mehr Chancen geben, und mehr so welche Aktionen, wo ihr dann euer Glück weiter versuchen könnt. Wobei ich aber auch allgemein völlig überrascht von der gewaltigen Menge der Bewerbungen bin. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das dann doch so viele sind. Ich glaube, es waren jetzt insgesamt bislang sind das so 600, 700 Bewerbungen ungefähr. Und das ist echt schon eine Hausnummer. Und das vor allem dann natürlich auch von der Jury und natürlich auch von mir dann erstmal durchgehört zu werden, ist gar nicht so leicht. Also das dazu. Dritter Punkt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ist das Sturmwaffel, unser lieber Sturmwaffel. Jetzt, wenn wir jetzt gerade auf die Uhr schauen und ich davon ausgehe, dass ich das Video rechtzeitig hochlade, so gegen 12 Uhr, dann hat Sturmwaffel bereits 16 Stunden seines 24-Stunden-Livestreams hinter sich. Und wenn er bis dahin nicht komplett eingeschlafen ist oder tot, dann schaltet doch einfach mal bei ihm ein. Den Link zu seinem Twitch-Kanal habe ich unten verlinkt. Supportet den Guten mal irgendwie so ein bisschen. Der hat echt einen lustigen Livestream bislang gemacht. Ich war auch heute Nacht... einige Male, einige Stunden war ich dabei und es hat eine Menge Spaß gemacht. Und 24-Stunden-Livestreams finde ich allgemein immer Knorke. Und vielleicht gerade mal so zum Thema rüberspringen. Livestream bei mir ist ja nach wie vor auch noch aktuell, aber ich habe es jetzt schon so oft erwähnt, mit dem Internet aktuell gibt es immer noch Probleme und die andere Lösung, die ich eigentlich hatte, ist leider nicht so leicht umzusetzen. Aber das kommt auf jeden Fall noch. Vielleicht als 100.000 Abonnenten-Special, man weiß es nicht. Jetzt werde ich hier wieder rausgedroppt, egal.
Das wollte ich jetzt gerade noch erzählen. Achso, genau. Ich wollte auf jeden Fall demnächst auch nochmal ein Video machen, wo ich diese ganzen Ask-FM-Fragen, die sich jetzt inzwischen angesammelt haben, wo ich die einfach mal endlich beantworte, weil sich da doch ja eine ganze Menge angehäuft hat. Und das dachte ich mir, mache ich in Form eines Videos, wo ich mir einfach so die nettesten Fragen, die interessantesten Fragen rauspicke und wollte euch deswegen noch einmal kurz einfach Bescheid sagen, dass wenn ihr eine Frage an den guten alten Bergmann habt, dann schaut doch auch mal unten in die Videobeschreibung, da ist auch der Link zu meinem Ask-FM-Kanal und da könnt ihr dann, wenn ihr mögt, eine Frage stellen. Ist übrigens dasselbe Versteck, das wir in der letzten Folge hatten. Ist ja lustig, ist ja kurios. Miau. Also das, denke ich mal, kommt dann auch im Laufe der nächsten Woche, das Ask-FM-Fragen-Video. So, und dann auch noch ein richtig, richtig heißes Thema, richtig geile Geschichte, ist die ominöse Show, die ich zusammen im Oktober war es, glaube ich, mit Simon, Taddel, Dena, mit den dreien gedreht habe, soll jetzt tatsächlich das Licht der Welt erblicken. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt darüber erzählen darf. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen. Am 1. März kommt sie und der Link ist in der Videobeschreibung unten und wenn ihr noch mehr Informationen wissen wollt, schaut euch mal zum Beispiel die Hero-Folge mit mir und Simon auf seinem Kanal an, die wir gestern aufgenommen haben. Da erzählen wir auch noch ein bisschen was darüber. Aber ansonsten, wie gesagt, am 1. März ist es soweit und das ist, wie gesagt, diese Show, die wir im Oktober gedreht haben. Und was genau davor gefallen ist, dazu werde ich sicherlich in den nächsten Tagen nochmal ein extra separates Video raushauen. Bis dahin, aber wie gesagt, könnt ihr euch schon mal den YouTube-Kanal anschauen. Oh, ist das TNT? Warum macht er das? Du Schwein! Okay, ich bin tot. Aber nicht schlecht. Cooler Move, hätte ich nicht gedacht. Könnt ihr auf jeden Fall ja den YouTube-Kanal anschauen und das Video von Simon. So, und das war's eigentlich auch schon. Ich denke mal, weiß nicht, jetzt suchen habe ich auch nicht mehr unbedingt so viel Lust drauf. 12 Minuten sollten dann auch mal reichen. Wie gesagt, also die Punkte, ich kann sie nochmal ganz schnell durchgehen, 100.000 Abonnenten, Dankeschön, ihr seid super, fühlt euch gedrückt, geküsst, umarmt und auf ein Bier eingeladen oder auf warme Milch. Bergmann sucht den Supersprecher, Einsendeschluss heute 24 Uhr, Sturmwaffe jetzt Livestream, schaut auf jeden Fall rein, vielleicht erwischt ihr dort auch nochmal mich, ich weiß es nicht. Die Show in Köln, 1. März und AskFM Fragen, wenn ihr denn mögt und ihr eine habt, könnt ihr auch stellen. Da kommt demnächst ein Video zu. Also, das war jetzt alles. Relativ informatives Video. Wow, ich bin selber total überrascht, so viel zusammenbekommen zu haben. Ich hoffe, das Video hat euch dementsprechend auch gefallen. Wenn ihr mögt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder schreibt einen konstruktiven Kommentar, wenn ihr es nicht so knorke fandet, oder schreibt auch einen Kommentar, wenn ihr es toll fandet. Ich freue mich über jeden Kommentar, auch wenn es, wie gesagt, immer noch etwas schwer ist, auf jeden einzelnen zu antworten. Ich denke mal, oder ich hoffe, ihr seht, dass ich dann trotzdem natürlich alles lese und auch versuche zu antworten. Ansonsten einfach nochmal ein großes Danke an euch, wirklich. Also ich freue mich richtig, richtig, richtig darüber, mit YouTube angefangen zu haben. Und ich bereue nichts und freue mich einfach auf das nächste Jahr, wobei ich das erst sagen werde, wenn wir auch wirklich ein Jahr rum haben. So, genug, 14 Minuten, reicht. Macht's gut, schönen Tag euch noch, schönen Sonntag. Wenn ihr noch wollt, bewerbt euch, wie gesagt. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Bergmann.